Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Digimon World. Der erste, wir sind noch in der Müllfabrik, wo wir erstmal Digimon angreifen. Wir müssen immer noch, als letzten Part haben wir böse Tamer verfolgt, die offenbar hier irgendwelche Scheiße bauen wollen. Beziehungsweise den ganzen Ort einfach mal zerstören wollen, das ich nicht so cool finde. Ah, was laggt das? Auf zu laggen, Mann! Excalibur! Ich mache kurz eine Aufnahmepause und schaue, ob ich den Lag irgendwie ein bisschen wegkriege. Moment. So, mal gucken, ob es jetzt ein bisschen besser läuft. Ja, macht auf jeden Fall schon mal einen Eindruck. Du kriegst wieder einen Rose Rape hier ab. So, und tschüss. So, und gute Erfahrungspunkte gibt es auch. Schön. Angel, noch zwei Level. Noch zwei Level. So, wir müssen noch zwei andere Tamer finden, die uns dann das nötige Passwort geben, indem wir die anderen beiden in den Grand Locomon verfolgen können. Das ist eigentlich der Plan und ein Superstarmon. Yay. Charge. Naja, geht so vom Schaden. Gehen wir erst mit Razor Claws. Crit vielleicht? Naja. Ich kann es nicht. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Egal, noch ein Charge reicht aus, um das Ding wegzuhauen. Aber trotzdem, Mann, ey. Okay. Speed aus. Ich muss mal gucken, wo genau die anderen beiden sind. Ich weiß es halt auch nicht mehr. Ein Puppetmon. Wahrscheinlich wieder drei Megatramon. Gleich Überraschung. Schön, schön, schön. Okay, dann eben Excalibur. Pam. Down. Sehr, sehr geil. So, dann Nadelfeuer. Echt jetzt. Alter. Wow, das Ding hat 1000 HP. Razor Claws. Das Ding ist aber krank. 1000 HP. Alles klar, dass wenn das Ding sich megat, dann... Oh, dann aber... Nee, nee, da war es nicht. Das war der richtige Weg. Puppetmon, Toy Agumon und noch ein Puppetmon. Wow, das kann ich überhaupt bald machen. Bin ich wirklich einer der Meister der Dunkelheit? Ich meine, die sind böse. Und yeah, down und... Ach, Agumon kriegt bald das Level ab. Und dann fehlt nur noch ein einziges. Und ich habe Seraphimon. Gucken wir mal in die Richtung. Und hier lang. Ich weiß halt auch nicht mal. Ich warte leider auch nicht auswendig, wo die sind. Aber ich werde natürlich mein Bestes geben, um sie zu finden. Kurz speeden und jo. Die zwei mal mit Excalibur angreifen. Reiter mal vorbei aus. Laser Blast. Oh, das macht mir mal gar nichts, ey. Mal überhaupt nichts. Nur, dass wir das Nadelfeuer down gehen, wenn es wenigstens trifft. Oh mein Gott, ich habe gerade echt blödes Déjà-vu. Tja, Magnamon kriegt auf jeden Fall Level ab. Chris kriegt auch gleich nochmal eins. Cool. Lancelot hat auch bald eins. Aber der braucht eh noch eine Weile. Und da ist ein Farm-Report. Erstmal nicht. So, Waffe braucht, glaube ich, keins. Braucht noch... Hat der schon Level bekommen erst? Braucht auf jeden Fall noch eins ungefähr, um seinen Angriff zu maximieren. Oder nicht zu maximieren, aber... auf die 200 Punkte zu kriegen. Oh Mann, und dauernd... Dauernd greift mich irgendwas an. Excalibur! Hoffentlich hat es auch Seraphimon noch. Wobei, da hat es dann eine andere geile Attacke. Aber ich hätte es trotzdem gerne behalten. Nadelfeuer! Weil dieses Event heute einschlafen, ist doch echt geil. Wow, bitte sag mir jetzt nicht, dass der dritte wieder daneben geht. Nee. Es wäre dann echt nach Muster. So, Chris hat ein Level up. Schön, schön, schön. Und Vulkanhammer, da ist er wieder. Da ist er ja wieder. Schön.
So, wo ist dann die Nummer 1 oder die Nummer 3? Nummer 2 haben wir ja schon. Entweder noch 2. So, Puppetmon. Megadramon. 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 Und alle drei mit einem Excalibur down. Und du bei dir reicht Nadelfeuer. Das braucht wesentlich weniger HP, MP. Und ja, Warcrymon und Raphael war es, glaube ich, kriegen bald Level up. Und da ist der nächste. Und die Truhe muss ich noch mal irgendwann mitnehmen. Ja, du bist keiner von uns. Das Face kenne ich, glaube ich, so. Das gibt es so auch noch anders. Ja, perfekt, ich wollte eh gerade einen Kampf haben. Ja, Drecksack. Und wir haben ein Infermon, das ist Level Ultra, das ist das böse Virus-Digimon, ein Black Rapidmon. Und noch ein Infermon. Tja, wir haben das richtige Rapidmon, aber halt leider nicht im Kampf. Egal. Denn jetzt kommt erstmal ein Heavenly Light. Das habe ich auch noch nicht geguckt. Was macht das denn? Wow, richtig gut heilen. Pam. So, da würde ich doch glatt mal sagen, wir versuchen das Ganze nochmal mit einem Thunderbolt. Und das macht... Wow. Die Kämpfe werden auch immer leer, immer, hey. Da noch eins und da noch mehr und Level Up. Ja, endlich! Ich gebe auf, wirklich das durch. Hier, nimm das und lass mich in Ruhe. Oder vergib mir, keine Ahnung. Code Key 1. So, das heißt, der dritte muss auch irgendwo sein. Aber erst einmal. Zeit für das Mega-Level. Digivolution Route. So, das geht noch nicht, weil ich 58 Aptitude brauche, aber das ist auch egal, denn ich werde hier zu Sabaleomon. Oh yeah. Angriff erhöht sich jetzt zwar nicht, aber das ist auch relativ egal, denn die restlichen Werte gut. Angriff fast genug. Rapidmon! Mega Digitation zu. Sabaleomon! Oh, 9. Was haben wir denn? Heroic Power wieder. Plus 40 Angriff. Machen wir mal das weg. Aber Heroic Power, Alter, ist das viel Power, ey. Das Ding hat so viel Angriff jetzt. Plus 40 allein schon. Ich hab die Ausrüstung noch gar nicht reingepackt. Alter. Plus 95 Angriff. Das Ding hat fast 300 mit der Ausrüstung. Alter Verwalter. Nice. Und nochmal natürlich in die P-Ring. So, schön, schön. Würde ich mal sagen, wechseln wir mal durch, oder? Tun wir mal das rein für Warcrymon. Ja, da ist es ja. Schön. Und hier ist sonst keiner. Sagst du, wo die anderen sind? Nee. So. Ein Puppetmon. Hey, da habe ich schon 100% Scanrate. Cool. So, dann mal gucken, was das drauf hat. Das ist unser neues Mega. Und zack. So, und Magna-Angemon folgt nämlich auch bald. Das wird bald zum Mega. So, was haben wir denn? Fist of Beast King. Oh, oh, oh. Trading Blast, Holding Crusher. Wow. Double Slash. Achso, Speed of Light. Schau mal. Fist of the Beast King oder Königsfaust. Wow, das hat nicht gereicht. Naja, ist auch wurscht. Und Kyubi kriegt bald einen Level Up. Schön, schön, schön. Und ansonsten, Magna angebunden. Ja, braucht auch nicht mehr so lange, bis es endlich auf Level 45 ist.
Dann fehlen ja dann nur noch zwei auf Mega, aber das sind leider die beiden, die auch die höchste Aptitude brauchen, um, also die das höchste Level brauchen, aber auch die höchste Aptitude gebraucht haben, um halt auch aufs Mega-Level zu kommen. Das war im Endeffekt entscheidend. Boah, was machen wir denn mal? Excalibur, würde ich sagen. Und tschüss. Du, was haben wir denn? Razor Cross. Was haben wir denn noch alles? Holding Crusher. Das macht natürlich viel Schaden. Machen wir einen Double Slash. Das braucht nicht viel, macht viel Schaden. Laser Blast. Das macht mir gar nichts. Dass das Ross von auch wieder mal einen Level bekommt. Vielleicht, dass ich die MP wieder regenerieren kann. Oh ja, kriegt's auch bald. Cool. So. Ja, passt momentan alles. Warcrawler ist auch bei Level 14, dann kann ich ihm die bessere Ausrüstung geben. Das ist gut. So, wo könnte der letzte sein? Hier war ich schon. Aha! Mann, ey! Excalibur! Und Level für Kyuubi, schön. Gute Werte dazu, passt. So, aber der dritte böse Tamer fehlt mir. Ah, ihr nervt. Marmaymon. Garbagemon. Marmaymon. Ah, verdammt. Keine MP mehr. Das macht mir gar nichts. Dann Triadic Blast. Okay. Das ist viel Schaden. Rosman braucht noch ein bisschen. Schade. Schön gewesen, dass ihr es jetzt schon gehabt. Und die übrigen drei wieder. Oh Mann. So, nochmal Triadic Blast. 1, 2 und 3. Und tschüss. Und du hast mein Level up. Schön, schön, schön. Ja, der Angriff ist nicht so knüller, aber. Wird schon. Mich interessiert mehr, wo der letzte Vollidiot ist, den ich da plattwalzen muss. Oh Mann, ey. Zuckerimon. Prinz von Memon und noch ein Zuckerimon? Ja. Das Ding hat beim letzten Mal schon so Riesenprobleme gemacht. Charge auf das Prinz von Memon. Und du wieder deinen üblichen Triadic Blast. Das ist ernsthaft daneben. Oh, ich hasse das. Einmal und zweimal. Und tschüss, Zuckerimon. Und Zuckerimon und Prinz von Memon und noch ein Zuckerimon. Boah, hab ich dann noch mehr hab hier als Warcrawler. Ja gut, macht ja auch mehr oder weniger Sinn, ist ja schon mega. Zwei so gute HP-Monster ist aber gut zu haben im Team. Bald hat's Magna angewonnen. Und dann habe ich ja die Seraphimon.
Sollte schon nach dem Kampf der Fall sein. Und Mamimon. Und Mamimon. Und Garbagemon. Du passt überhaupt nicht in die Reihe, Mann. Haben wir dem Charge drauf. Wobei, das gibt wahrscheinlich am meisten Schaden. Ja. 1, 2 und 3. Biam. Das macht echt viel Schaden, dieses Sabaleomon. Na gut, wir kämpfen gegen etwas schwächere Gegner. Und jo, einmal, zweimal und dreimal. Und nicht nur das. Jetzt wird es Zeit für Magna angewandt, endlich aufs Mega-Level zu kommen. Schön, schön, schön. Das freut mich alles sehr. Ja, endlich. Digitieren. Oh, und jetzt die Werte, ey. Schön. Magna Angemon. Mega Digitation zu Seraphimon. Sieht echt episch aus. So, New Trade. Und jetzt ist das Ding mal stark. Ja, guck mal, was haben wir? Holy Prayer, was ist das denn? HP Recovery bei 20%. Oh, cool. Ja, dann machen wir das gegen das hier, das ist das Doppelte. So. Dann erstmal wieder das Wichtigste, die Ausrüstung wieder mal korrigieren. Das Excalibur. Das Cross Shield. Und zum Schluss natürlich noch ein XP-Ring. Schön. Schön, schön. Du bist auch schon Level 40, das heißt, die kann ich auch nicht mal die bessere Ausrüstung geben. Zeit wird's, ne? Das Vivian Sword. Vivian Guard. Das ist, glaube ich, das Ding, was ich von Azulongon bekommen habe. Da ist es. Und das Ding bleibt. Genau. Wow. Jetzt ist das Ding Powerhouse am Ende, ey. Ist verlangsamt, aber für scheiße stark. Ja, Attacker stimmt. Das Ding hat Ausrüstung 362 Angriff. Krasser Scheiß, ey. So, wo ist der letzte? Was für ein Sucker. Wenn du gute Items hast, gib sie her. Du Drecksack, ey. Cyberdramon. Und Cannondramon. Oh. Cannondramon ist ein Mega-Level. Ist aber egal, denn ich habe jetzt Seraphimon, Hand of Fate, Seven Heavens. Das hat eine fixe Range. Absolute Healing. 2000 auf alle. Das ist genial. Wir sind zu weit auseinander. Dann versuchen wir es so. Kraft des Lichtes. One-Hit KO. Und Sabaleomon. Triadic Blast. Bam. Wow. Man könnte mich leicht als Overpowered bezeichnen. Was? Das ist meine Schuld. Nein, bitte hier, ich gebe dir das. Ja, endlich. So. Dann verziehen wir uns wieder von hier. Jetzt weiß ich den Weg nicht mehr. Wobei. Ah, ich glaube, ich weiß es noch. Ungefähr. Ich muss einfach erstmal zurücklaufen. So. Seven Heavens. Bam. Sieben Himmelslichter, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Oh yeah. Seraphimon ist jetzt richtig krass. Also jetzt haben wir eine echt schlagkräftige Gruppe, Madame. Puppetmon. Und Megadramon. Und Megadramon. Und, lass mich raten, Megadramon? Ja, Megadramon. Jetzt habe ich bloß nicht so, was diese Dinger mit einem Schlag zerlegt. Auch doof. Aber so einen guten Heiler dabei zu haben, ist geil.
Dann Hand of Fate auf dieses Puppetmon. Verdammt, könnte mit dem Triadic Blast ganz knapp werden. Auf jeden Fall war das ein Crit, ne? Die ziemlich schnell umgehauen. Einer geht noch. Sehr gut. Bam. 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 Tschüss. Und hast einen Level-Up noch für Raphael. Cool. Alter. Na gut, dann wechseln wir ein bisschen durch. Das hat man zwischen immer mal ein bisschen wechseln, ne? So. Und so. Oh yeah. Und wieder mal im Kampf. Irgendwie wären das echt viele auf Dauer. Mamimon, Toy Agumon, Plek und Mamimon. Ja gut, stark sind sie nicht. Egal, 7 Himmelslichter. Tschüss. Und noch ein Level für Raphael, super. Mehr Angriff. Und dann ging es hier runter, glaube ich. Naja, ich mache das kurz in Speed. Weil wir haben im Prinzip schon alles gesehen und ich will jetzt nicht ewig hier rumirren. Oh Mann, Toy Agumon Black. Toy Agumon Black. Wir hatten ja Toy Agumon Black. Und du hast Straight Punch. Boah, reicht nicht mal. Krass. Und nochmal Straight Punch. Das ist einfach nicht ausreichend. Blaze Blast dann eben so. Machen wir es so. Und das reicht definitiv aus und reicht hier noch ein Straight Punch. Nicht jetzt, so. Wo ging's lang? Boah, Alter, ne, ich glaube, ich beende den Part jetzt echt gleich und mache das nächsten Part, weil das ist mir ganz so zu nervig immer wieder. So, Straight Punch. Straight Punch. Und Razor Claws. Ich muss mal sagen, das war's mit Digimon World DS für heute. Im nächsten Part suchen wir den richtigen Weg. Bis denn und ciao.